Das ist eigentlich hier, wenn wir jetzt so Einzelteile nehmen, wo wir tausendmal schon durchgekaut haben. Wenn du das tiefer anschaust, wirst du merken, dass dir selbst die Etymologie-Duden nicht helfen. Du musst dann ein bisschen genauer reingehen. Und jedes Wort, wie ich immer sage, wird ein 400-Seiten-Buch, wenn du das einmal zu verstehen anfängst. Wir hatten in einem letzten Gespräch, stelle ich einfach die Frage, was ist der Unterschied zwischen Polarität und Dualität? Und viele meinen, die wüssten den Unterschied. Manche sagen, das ist dasselbe, ist es aber nicht. Das heißt einmal, eine Polarität ist, wenn wir was aufspannen. Da ist jetzt zum Beispiel immer wichtig, wenn du das Bild dabei hast. Das ist eine Polarität, ist das einmal, wenn wir was aufspannen, das hat zwei Seiten. Ich könnte jetzt sagen, das ist gewissermaßen wie eine Wurst. Eine Wurst hat einen Anfang und die hat ein Ende. Und diese zwei Seiten von einem Ding sind eine sogenannte Polarität. Aber nur die Seiten, die Strecke ignorierst du dazwischen. Die Dualität ist das hier. Das sind praktisch zwei Polaritäten. Das habe ich schon mal angesprochen. Wenn wir jetzt natürlich uns die Sprache anschauen, jetzt muss ich das Bild kurz übertragen, wird sehr, sehr interessant. Wir machen mal dahin beginnen. Den machen wir weg. Dann können wir einfach mal, wir schauen uns mal, was hier der Pol ist. Ich verweise auf unseren Pol und Poal, die grammatikalischen Formen im Hebräischen. Das ist natürlich jetzt wieder Spezialwissen, wo du einen normalen Menschen gar nicht erreichen kannst. Aber ich bleibe zuerst einmal bei der normalen Funktion des Pols. Das heißt, einer der beiden Endpunkte der Achse einer Kugel. Wie muss ich mir das vorstellen? Wir haben eine Strecke und da setzen wir jetzt in dieser Definition einer der beiden Endpunkte der Achsen einer Kugel. Wir setzen eine Seite und da sagen wir, das ist der Mittelpunkt und die andere Seite ist das Äußere. Stell dir das einmal bildlich vor. Ich mache mal mein Bild nochmal dazu. Pass auf, weil das ist jetzt, darf man natürlich immer wieder hin und her schalten. Ja. Hast mich wieder? Jo. Das heißt, der Pol, und jetzt gehe ich hier ganz einfach, es definiert, dass du, wenn du hier eine Strecke aufspannst, wir sagen eine Gerade, dann machen wir eine Seite, nennen wir feststehend und die andere nennen wir bewegt. Und dann wirst du feststellen, dass also die äußere Seite, das, was wir jetzt die Sphäre nennen, denk an unser Radix-Horoskop, Ja. dass der feststehende Punkt ist der Pol und da kommt jetzt der Himmelspol her. In unserer raumzeitlichen Vorstellung eines heliozentrischen Weltbildes, wenn wir von unserem Punkt auf den Nordstern schauen, im Bär ist der übrigens, im großen Bär, dann dreht sich in einer Zeitrafferaufnahme wohlgemerkt alles jetzt ausgedacht. Kann man auf dem Bildschirm darstellen, als Animation, Animation, dreht sich alles um den Himmelspol. Wir können das auch sagen in einem Kreis. Wir machen einen Radius, der feststehende Punkt ist der Pol und der Gegenpol ist der Pluspol, der ist im Zentrum. Denk wieder an mein Fadenkreuz, wo die Patrone zum Patron fliegt. Wenn du ins Zentrum des Kreuzes gehst, kommst du in den Mittelpunkt. Und die Außenseite ist die Minus, das sind die getrennten, die ausgedachten Punkte drumherum im Kreis. Die Peripherie, das ringsum. Genau. Das ist natürlich jetzt schon eine schöne Definition für den Pol. Ja. Ich gehe mal wieder zurück auf den Bildschirm. Dann haben wir einer von zwei Punkten mit den gegengesetzten Eigenschaften. Das ist aber neutral und wenn wir jetzt runterfahren, ist der Pol einer der beiden Endpunkte einer Achse, das haben wir gerade, um die sich eine Kugel, besonders die Erde, die Himmelskugel und so weiter, dreht, der Weltpol, genau genommen Punkt, um den sich die Gestirne drehen, früher Polus, Endpol und so weiter und so fort, eigentlich lateinisch Polus, der Endpunkt. Der Erd- und Himmelachse, das sind jetzt aber alles, diese Beschreibungen des Wortes Pol sind definitiv ja schon wieder bezogen auf das heliozentrische Weltbild. Okay? Das heißt, wenn wir jetzt ins Griechische gehen, haben wir hier Belen in Bewegung sein, sich regen, bewegen, stattfinden. Aber das, was sich abschaut, stattfindet, findet immer in dem Pol statt. Und das sind jetzt, das führt uns zu der Zeit und die Zeitwörter sind die Verben und die Verben. Jetzt muss ich das ganz kurz mal herholen. Wo habe ich das hier? Wir wissen das ja, Redo. Aber ich mache das, ich habe die Tabelle schon ein paar Mal gezeigt.
Was hier entscheidend ist, das muss man jetzt nicht interessant einfach zuhören, das könnte ich jetzt Pol aussprechen, da wird hier Baal ausgesprochen, das sind die Grundmodelle dieser hebräischen Verbformen, das gibt es bei uns im Deutschen nicht. Das heißt, die Grundform selber, dieses sogenannte Pol, Pol, Pal, wie wir es aussprechen wollen, er tut, macht, wirkt, das ist tun, machen, wirken. Dann gibt es den sogenannten Nifal, das ist immer dieses Pol, Nipol könnte ich jetzt lesen, die Passivform, das heißt, er wird getan, gemacht, bewirkt, beachtet. Der Nifal hat immer eine reflexive Bedeutung. Alles, was getan, gemacht, bewirkt wird, wir, passiert immer mit und an einem selbst. Setze dich als Denker, alles, was du denkst, ist immer eine Umformung deines eigenen Geistes, dieser 200 Gramm roten Knete. Okay. Du erzeugst die Dinge, die du dir ausdenkst, die Dinge, die sind nur, wenn du sie denkst, die Menschen, die du dir denkst, sind so, wie du sie dir denkst. Ja. Wenn du dich denkst, wirst du so sein, wie du dich denkst. Deine Gefühle kommen durch dein Denken, durch dein Interpretieren wieder ein Reagieren auf von dir selbst gedachte Informationen, immer den träumenden Geist im Hintergrund. Das sogenannte Piel, da wird jetzt das P als Pi ausgesprochen, ist im Hebräischen intensivieren, bewusst im Geist tun, machen, bewirken. Pi, das ist jetzt die Weisheit Gottes. Wenn du ein kleiner Gott bist, dann wirst du das immer bewusst im Geist tun, machen, bewirken. Genau. Ich habe so eine kleine Geschichte, wir sitzen am Stammtisch und dann kommt immer wieder so die Aussage, wenn wir uns jetzt Gott ausdenken, wie denke ich mir einen Gott aus? Der Gott, wie ich immer sage, der ist immer nur dann, wenn du ihn denkst, der ausgedachte Gott. Und wenn jetzt dann manche Leute ihn entsetzen, sagen, was ist das für ein Gott, der sowas zulässt, sage ich, das ist eigentlich eine nicht besonders geistreiche Frage. Frag dich einmal, was ist das für ein Gott, der sich so einen beschissenen Gott ausdenkt? Genau. Das bist du. Du lässt es doch zu. Dann kommt der Pual, das ist die Passivform, das ist das, was der normale Mensch macht. Unbewusst tun, machen, bewirken. Ja. Dir ist gar nicht klar, dass alles, was du denkst, dass das, was du denkst, von dir in diesem Moment in deinem roten Kopf erschaffen wird. Genau. Die grünen Mastmännchen genauso wie die Erdkugel. Ja. Das Rumpelstützchen genauso wie der Putin oder der Trump. Ja. Es ist dann wieder deine Definition. Das eine ist nur Fantasie, eine Märchenfigur, und das andere, die sind auch da außen, wenn ich nicht dran denke, und mit denen habe ich nichts zu tun. Genau. Das ist so geistlos. Ja, klar. Und das ist hochinteressant, wie lange das dauert, bis man das einmal in Bezug auf sich selbst rot geschrieben akzeptiert. Dann kommt der Hifel, das sogenannte Kausativ, die Veranlassungsform. Tu es, mach es, bewirk es, aber mach es bewusst. Mhm. Und dann kommt der Hofall. Das ist dasselbe wie der Unbewusst machen. Ja. Und der Hitball ist ganz interessant, die reflexive Form für sich selbst. Das heißt auch, und da habe ich das Wort jetzt erwähnt, Interesse, für andere heißt es, für ein andere, für einander, für einen anderen etwas tun, machen, bewirken. Weil alles, was du für andere tust, machst du letztendlich für dich selbst, weil du auch diese Rollen spielen musst. Da führt kein Weg dran vorbei. Okay, das ist jetzt der Pol. Und jetzt wird es interessant, jetzt hole ich dich wieder zurück, beziehungsweise mich wieder zurück oder uns wieder zurück auf den Bildschirm beide. Jetzt ist es also so, dass in dem Moment, wo ich jetzt den sogenannte Polarität verstanden habe, wirst du schon wieder merken, dass wenn man jetzt eine Batterie nimmt mit dem Pluspol und mit dem Minuspol, immer dran denken, das Plus ist das Verbindende und das Minus ist das Aussendende. Das erklärt jetzt auch die technische und die physikalische Stromrichtung. Mhm. Die Physik hat jetzt die Elektronen zu dem Minuspol gemacht, die Vielheit, die ausgesendet werden, die kehren aber alle wieder in den Pluspol zurück. Wobei da genau genommen überhaupt kein Strom fließt. Das Fließen selber, da müsste ich jetzt Zeichnungen haben, man meint immer, das ist ein sogenannter Stromkreislauf. Aber genau genommen bewegt sich da nichts in einem Kreislauf, sondern wir müssen jetzt einmal den Plus- und den Minuspol auseinanderreißen. Pass auf, wenn wir jetzt, ich mache jetzt das mal sinnbildlich, wenn du dir eine Batterie zeichnest, trennen wir diese kleine Kiste in der Mitte, den Akkumulator, und dann machen wir hier den Minuspol, und im Minuspol sind angeblich unheimlich viele Elektronen drin. Das ist ungefähr wie wenn ich jetzt einen Behälter habe, wo ein Überdruck drin ist an Luft. Ja. Wir sagen, da ist ein Überdruck drin. Das andere ist ein leerer Behälter, da ist nichts drin. Okay, wenn ich die zwei Behälter jetzt verbinde, wird der Überdruck über diese Leitung ausgeglichen.
Aber nur so lange, bis der Pluspol denselben Druck hat wie der Minuspol. Ja. Diese Grenze ist eigentlich auseinandergerissen. Wir haben jetzt wieder das Aussenden, die zwei, wenn wir das als Strecke nehmen, du musst das sich Widersprechende verbinden und was Neues draus machen. Okay. Das mache ich aber nicht, wenn ich das jetzt aufhebe. Ja. Ich habe mal ein schönes Beispiel gemacht, wenn wir zwei Glasröhren haben, so eine hohe Glasröhre, wir machen zwei Glasröhren und eine ist leer. Eine ist voll Wasser und eine ist leer. Da haben wir dasselbe Beispiel. Und jetzt mache ich unten eine Verbindung und mache den Hahn auf. Dann wirst du feststellen, dass der Überdruck hier, jetzt normale Physik, hier runtergeht, aber nur bis die gleich voll sind. Jetzt oben eine Verbindung machen und zu behaupten, da fließt der Kreislauf. Das ist jetzt genau das Beispiel. Genau. Das will ich auch immer wieder sagen, mit Strom einspeisen. Das ist in der Form bewegt sich. Das sind Vorstellungen. Was jetzt ganz wichtig ist, immer an unseren Computer denken, du hast ein Programm, ein Wissen und du machst aus dem Wissen auf deinem Bildschirm mit ständig wechselnden Bildern eine Vorstellung, die du in dir aufbaust. Die aber nichts zu tun hat mit einer Bewegung durch die Zeit oder von A nach B. Genau. Das ist übrigens alles hundertprozentig sicher. Und jetzt kommt jetzt in der Sprache, in dem Moment, wo ich jetzt eine Polarität habe, brauche ich, die Polarität ist ja etwas Ausgedachtes, wo ich zwar zwei Seiten habe, aber ich brauche definitiv einen Hintergrund dazu als Drittes. Mhm. Genau genommen sieht es so aus, dass eigentlich die Dualität das Entscheidende ist. Pass auf, wir machen mal, das ist die obere Hälfte, die nennen wir jetzt, das ist eine Polarität, die nenne ich schlichtweg und einfach Krankheit. Ja. Die Krankheit hat einen Anfang und ein Ende. Mhm. Und das Gegenstück dazu ist jetzt die Gesundheit, die hat auch einen Anfang und ein Ende. Ja. Wenn ich das jetzt setze und wir machen oben die Gesundheit, dann habe ich oben Plus. Mhm. Das Null wäre jetzt Minus, aber da kommt das Plus dazu von der anderen Seite. Ja. Immer schön kann man jetzt, wenn man sich mit Verstärker auskennt, das sind so Gegentaktenstufen, nennt man das, um einen Sinus zu erzeugen. Da brauche ich immer Plus-Minus-Spannung in Bezug auf das sogenannte Null, auf eine Masse, das nennt man auch Erde. Ja. Die Masse nennt man ja auch Erde. Ja. Was jetzt interessant ist, wir haben praktisch die Krankheitshälfte, die Gesundheitshälfte, Entschuldigung, in unserem Beispiel, und wir haben die Krankheitshälfte. Was ist jetzt die Mitte? Was ist die Mitte selbst? Das ist, bist du. Du all. Du Gott. Ja. Du nichts. Ja. Bist das, aus dem die Gesundheit und die Krankheit entspringt. Aber nicht chronologisch nacheinander. Immer an unseren Wellenberg und Wellendorn denken. Was ist zuerst da? Ja. Es gibt kein Vorher und kein Nachher. Dieses Denken bei Menschen, ich bin gesund und ich bin krank. Ich bin gesund und ich bin krank. Es ist hell und dann ist wieder finster. Es ist immer gleichzeitig. Ja. Das habe ich tausendfach erklärt. Das heißt, die Mitte bist du all. Ja. Das führt uns natürlich, da kann ich jetzt sagen, du Gott, du, kleines Gotteskind, bist die Quelle für alles, was du dir ausdenkst. Du bist die Quelle für deine Gedankenwelt. Genau. Ja. So schön mit dem B-Ruch-Strich, oder? Das ist ja B-Ruch-STL. Das ist genauso. Gott kann es nicht, G ist eben. Ja. Geist ist eben. Genau. Wenn es ihn gibt, ist immer wieder GI, haben wir ja jetzt das Dahl. Ja. GI, gelesen heißt ja zum einen die Buchstaben GI. Der Gehirnintellekt, der Verstandesintellekt, das ist das Dahl, aber das Dahl ist ja eigentlich nichts. Der Wellenberg, wo ich immer sage, immer wenn etwas Materielles entsteht, jetzt müssen wir natürlich das Wasser blau machen, ja. Wenn ein Wellenberg sich aus der Masse heraushebt, und ich habe ein paar Mal schon gesagt, dieses El Hayomgo, das Meer, darf man sich jetzt nicht als Raum vorstellen, sondern als den Punkt, der Urknall, bevor er geknallt hat. Genau. Aus dem dehnt sich, aus diesem unendlich kleinen Punkt dehnt sich das drumherum aus, wo dann was drin ist, das immer wieder nur eine Spiegelung ist von dem Nichts, das dazugehört. Zu dem flächigen Kreis, der klein wird, bis ein unendlich kleiner Punkt ist, gehört im selben Moment eine unendliche Fläche als Hintergrund. Ja. Und so ein dreidimensionalen Kügelchen, dreidimensionaler Punkt, den wir jetzt unendlich klein denken, bis er weg ist, gehört im selben Moment der Hintergrund ein unendlicher Raum, der aber nur existiert in Verbindung mit irgendeinem gedachten Gegenstand, der im Zentrum dieses Raums ist. Ja, genau. Das wäre jetzt immer dein Kopf zum Beispiel, den du um dich herum ausdenkst, den Schädel, der natürlich nur existiert als Umhüllung. Wenn du ihn denkst, kannst du weglöschen, indem du das Zimmer
Zentimeter um dich herum ausdenkst. Das hinter die Wand, hinter dir, die Wand vor dir, die können wir natürlich auch auslöschen. Dann kannst du sagen, was ist jetzt da vor mir, wenn ich da rausgehe, dann kommt Zürich, dann kommt irgendwann, wenn du nach Norden schaust, von dir aus gesehen, der Bodensee und Deutschland und Norwegen. Und dann hast du nicht ein hinter dir auch, dann kommt irgendwo dann hinter dir Italien und so weiter und so. Das sind aber alles Wissenselemente, die immer hier und jetzt in deinem Kopf sind. Das heißt, du kannst nur Vorstellungen aufbauen mit dem Wissen, das dir zur Verfügung steht, das du zum Denken benutzt. Du bist immer das Zentrum. Ob du jetzt um dich herum Zürich oder Wien oder was auch immer um dich herum denkst, deine Küche, dein Wohnzimmer, du bist immer das Zentrum. Du Geist, der du mir jetzt zuhörst. Das ist also so simpel und man muss das immer und immer wieder wiederholen. Das magische Spiel, diese schöne Zusammenfassung jetzt, ist beim Lesen her, wirst du aber auch wieder merken, dass da so viele Grundelemente mit nötig sind. Das heißt, dass man immer davon ausgeht, wenn man was liest, was dir logisch erscheint, dass das dann jedem logisch erscheinen müsste. Aber da bin ich auch so oft drauf eingegangen, wenn du dir da die Mühe nicht machst, wenn du die Reife nicht hast, dir die Grundlagen anzueignen. Es macht auch keinen Sinn. Und das ist die erste Erkenntnis, die ich ans Herz lege, jetzt immer wieder wiederhole, dass du einen Gedanken von dir was versuchst zu erklären. Wenn du auf der Bröselebene was erklärst, mach dir immer bewusst, du erklärst es an der Facette von dir, aber lernen tut nur der, der sich jetzt beide ausdenkt. Nämlich der an sich denkt und an jemanden anderen denkt, der du auch bist. Und darum waren das Selbstgespräche. Das ist das, was man wiederholen kann und wiederholen kann, was jetzt das Schöne ist hier in dem Magi, in der Magierschrift, dass wirklich das Hauptproblem angesprochen wird, der Einseitigkeit. Das ständige Anstreben der Einseitigkeiten, das Bekämpfen wollen, das Nicht-Einverstanden-Sein von irgendetwas. So kommst du nicht in diesen absolut ruhenden Wohl, der du selbst bist. Ja, bist du. Du hast es nur vergessen. Immer wieder der Satz, du kannst nicht etwas erreichen, was du eigentlich bist. Du kannst dich bloß wieder erinnern. Dann geht man mit Sachen anders um. Bis dann das Leben dich in der Bröselebene prüft und du das Loslassen lernen in einem gewissen Maß dir beweisen musst, ob du wirklich schon losgelassen hast. Und dann wird sich dein Ego wieder dermaßen bemerkbar machen und dir zeigen, dass es nicht so ist. Aber das ist ja auch eine Erkenntnis. Auch das hast du demütig zu tragen. Ja, kannst du den Automatismus nicht abstellen, oder? Den sollst du nicht abstellen, sonst bleibst du ein blindes Arschloch. Das ist das sogenannte Kreuz, das du mit dir rumträgst. Ja. Das du immer noch in verschiedenen Ort- und Zeitpunkten verstreust um dich rum, wieder besserem Wissen, sage ich immer wieder. Was auf jeden Fall hier sich immer mehr löst, das Bedürfnis, irgendwelche Menschen jetzt in Bezug auf die Personen beglücken zu wollen. Absolut. Dich interessiert eigentlich nur der Geist hinter der Maske, die du letzten Endes immer selbst bist. Es juckt immer wieder in die Finger. Und man sollte warten, bis es auf einen zukommt. Absolut, genau. Nein, es gibt ja auch Ruhe. Also die Ruhe, die man natürlich hat, ohne jetzt irgendwie das Gefühl zu haben, man muss das irgendjemandem anderen erklären, weil in dem Moment, wo mir bewusst wird, dass das eh nur Erscheinungen sind, dann fällt das weg. Dann fällt es eigentlich weg. Man macht es dann trotzdem, wenn man dann erkennt, wenn das da Neugier da ist, ganz klar, oder? Das ist, ich sage immer wieder, das Zeichen für Geist ist Neugier, das Zeichen für Geistlosigkeit, für die geistlose KI ist einseitige Rechthaberei. Blockieren alles, was einem fremd, verkehrt oder unbekannt erscheint, dass man mit der Logik nicht fassen will. Ich sage immer wieder, ich habe so oft gesagt, mit neu, gibt ja zwei Stufen von neu. Du kannst jetzt dich ins Auto setzen, gedanklich, ein paar Kilometer wegfahren und du kannst einen Blickwinkel dir anschauen, den du noch nie gesehen hast. Ja. Aber was du siehst, hast du zwar noch nie gesehen, aber es ist letzten Endes nicht neu. Das heißt, jede Stadt, wo du dir anschaust, wo du noch nie warst, das sind Häuser, das sind Straßen, das sind Menschen, die du noch nie gesehen hast, aber du hast Häuser schon gesehen, du hast Menschen schon, normal gesprochen, Menschen schon gesehen. Was vollkommen neu ist, ist wirklich etwas, was sich deiner momentanen Konstruktionslogik entzieht. Genau. Ich verweise immer auf den Menon-Dialog. Etwas vollkommen Neues muss dir falsch, verkehrt, unlogisch erscheinen. Böse erscheinen. Ja. Böse erscheinen. Das ist, ich kann nicht einmal sagen, fremd. Ja. Weil wir haben hier eine Definition von neu, die sich deiner Logik entzieht. Ja.
Das ist zum Beispiel, wenn ich ein Radio, einen reinen Radio habe, für den existieren keine Bilder. Weil er nur auf Geräusche fokussiert. Jetzt sind wir wieder bei unseren Völkern. Das ist auch das kleine Beispiel, wenn wir hier mit Deutsch reden oder dass das besser ist. Das hat damit nichts zu tun. Ich sage, das rote Deutsch hat nichts zu tun mit dem ausgedachten Deutschland. Denk wieder an meine Sinnesorgane, Europa. Ob ich jetzt das Europa, ob ich das Länder nenne oder ob ich das Körperorgane nenne, ja, das, oder Regionen nenne. Das sind Spezialisierungen, die jede für sich was Wundervolles ist. Ja. Aber die nicht kompatibel sind auf dieser Ebene. Auf der Ebene der Sinneswahrnehmung sind eben Bilder was ganz was anderes wie Geräusche. Bilder sind vollkommen stumm, lautlos. Und Geräusche sind vollkommen ohne Bilder. Ja, genau. Jetzt kann ich aber aus Bildern Geräuschen machen, indem ich den Bildern Namen gebe, Worte gebe und ich kann aus Worten Bilder machen. Denk wieder an meine zwei Stufen, ob du jetzt hier rein in den Bereich der Feinstofflichkeit des Denkens bist, ja, wo ich mit genügend Beispielen, wo man selber überprüfen kann, dass in dir zuerst, ich rede jetzt hierarchisch, nicht chronologisch nacheinander, dass zuerst in dir ein Wort auftaucht und du dieses Wort umwandeln kannst in eine Vorstellung. Du machst deine, dein Bewusstsein, hebst du praktisch auf eine ausgestaltete Form. Diesbezüglich ist das Wort der Mittelpunkt, das du einhüllst in ein Bild, das du dir natürlich dann immer vorstellst. Also du denkst jetzt an deinen Schädel. Wenn ich sage, an was denkst du, wenn du an deinen Schädel denkst, dann kannst du vor dir deine zwei Augen hindenken, deine Haare über dich drüber denken, da schräg unten ist meine Zunge und du wirst merken, das sind alles Vorstellungen. Du denkst es um dich herum, den Hinterkopf, die beiden Ohren rechts und links. Wenn ich jetzt auch wie schon weg, jetzt denk an das Zimmer, in dem du dich befindest, dann ist hinter dir hier dein Dunstabzug, die Schränke, vor dir der Computer. Du baust praktisch nur die Schichten auf, aber es ist immer im Zentrum, im Meer. Das ist, das muss man zuerst einmal verstanden haben. Und dieses einfache Spiel, das hier in der feinstofflichen Ebene, um wieder zurückzukommen, zuerst das Wort da ist und dann machst du aus den Worten Vorstellungen. Wobei aus den, den meisten Worten lässt du ein Chat, wenn du sagst, ich fahre jetzt zum Einkaufen in den Supermarkt. Da ist nur das Wort Supermarkt da. Umgekehrt auf der VR-Brille, wie ich das nenne, die sogenannte sinnlich wahrgenommene Information, da hast du nur Bilder. Du schaust jetzt und wenn du jetzt siehst, siehst du ein Bild, denkst du da ganz explizit, das ist ein Steinbild? Oder denkst du bloß das Wort Bild? Du kannst, du mal kurz was sagen, es rauscht. Ja, hör dich. Jetzt ist es wieder weg. Okay. Du kannst dir jetzt die Frage stellen, da ist nur das Chat. Du kannst prinzipiell, wenn du ein Bild hast, diesem Bild ein Wort geben, dir denken, das denkst du aber in der Regel nicht. Genau. Weißt du, ich schaue einfach nur das Bild an. Darum heißt ja auch eine Kiste, ist eine, das geschriebene Wort ist ja eine Kiste, oder? Das ist eine Chat. Die Deba ist die Kiste, unsere verschiedenen Arten von Wörtern. Genau. Also die hebräischen Wörter für Wort. Ja. Zum Beispiel die Melim. Ja. Die Worte. Melim ist ja das klassische, ich sag mal, materialistisch geschehene Wort, das wir hinschreiben. Ja. Das ist ja die Mela, beziehungsweise die Mehrzahl die Melim, wobei die Grundradix ist ML. ML ist Gestalt gewordenes Licht. Wichtig ist, das heißt gegenüberliegend und beschnitten. Genau. Das heißt, das Gegenüberliegende ist das einmal, und ich, das ist ein Beschneiden, wenn ich was Gegenüberliegendes habe und ich schaue in der Regel immer bloß eine Seite an. Davon. Das ist gegenüber, heißt eigentlich Gag. Ist Gag. Ausgedacht. 3-3, das Ausgedachte. Oder Welle, ich schaue nach oben, über mir, U, Polar erweckt, rechte Seite, linke Seite. Ja. Und ich beschneide das, ja, indem ich einseitig war. Darum ist es immer wieder so tief, wenn ich sage, wenn wir ein Bücherregal haben, ich wiederhole das absichtlich, weil das ist wirklich im Alltag, was ich dir jetzt sage, im Alltag so wichtig. Und es dürfte dir klar sein, dass ich das nicht dem Pixelmännchen Redo erkläre. Ich erkläre es denen, das ist auch so wichtig. Ich erkläre es denen, der sich jetzt den Udo und den Redo ausdenkt und den, der jetzt vorm Computer sitzt und sich dieses Video anhört. Das ist auch was Ausgedachtes. Diese Figuren sind Gedanken. Ich erkläre es denen, der sich alle drei ausdenkt. Jetzt im jetzigen Fall. Genau. Du musst mir das wiederholen, wenn du vor einem Bücherregal stehst. Du hast jetzt Informationen am Bücherregal. Das ist dann da, blau geschrieben, geöffnete Schöpfung. Einfach mal in den Geometrie-Explorer eingeben. Blau-rot lesen, reicht vollkommen aus. In dem Moment, wo ich ein Buch rausziehe und ich klappe das Buch auf, habe ich zwei Seiten.
Dann ist das Bücherregal ist nicht mehr existierend. Es ist zwar noch da, aber jetzt rot. Eine geschlossene Schöpfung, aus der ich dieses blaue da, mein neues blaues da, das Existierende ist mein Buch. Habe ich zwei Seiten. Wenn ich jetzt genauer hinein will, neue Informationen will, muss ich mich auf eine Seite fokussieren, bla 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 bla. Dann habe ich einen Haufen Zahlen, dann muss ich mir Zeile raussuchen, dann habe ich einen Haufen Worte, dann muss ich mir ein Wort raussuchen und dann habe ich die Interpretation von dem Wort. Jetzt sage ich wieder bloß Krebs. Jetzt kann man auch erkennen, das, was ich jetzt definiere, hängt von dem dahinterliegenden, bei den tieferliegenden aus. Ich werde bei dem Wort, wenn ich nur das Wort Krebs einzeln rausselektiere, werde ich ganz klar an meiner Definition feststellen, lese ich jetzt, du mal was sagen, gerauscht. Astrologie oder? Lese ich ein Astrologiebuch, lese ich ein Kochbuch, ja. Lese ich ein Medizinbuch und dann gibt das Wort Krebs wieder einen komplett anderen Kontext, der aber bestimmt wird durch das Buch, das ich lese. Genau. Beziehungsweise, wenn es ein komplexeres Buch ist, in welchem Kapitel bin ich und was geht es in dem Kapitel? Genau. So funktioniert Schöpfung. Ja. In den vielen Kleinigkeiten. Wir können mit jedem Wort unendlich spielen. Das ist zum Beispiel hier, wenn ich jetzt das Magierbuch lesen, du, da sind so viele Sachen angesprochen und jeder, der sich intensiv diese ganzen Schriften studiert hat, der wird sagen, oh, das hätte es noch dazu schreiben können, das hätte es noch dazu schreiben können. Wenn sie das aber macht, bläht sich das unendlich auf. Genau. Das heißt immer, sobald wir vereinfachen und vereinfachen, müssen wir das reduzieren auf symbolische Ebene. Man kann immer nur einige Kleinigkeiten ansprechen. Okay. Du weißt, ich nenne das immer symbolisch, ich mache dir aus jedem Wort ein 400-Seiten-Buch. Das ist bei weitem nicht das, was ich daraus machen kann, aber damit symbolisiere ich, dass bevor du den Grundkern dieser 400 Seiten nicht hast, ja, wirst du immer in Einseitigkeiten leben. Ganz genau. Das ist es, bis man hier diese Vervollkommnung macht, die ist, wenn du ein kleiner Magier bist, bis du begreifst, jeglicher Kampf gegen etwas erhält das, gegen das du ankämpfst, am Leben. Und zwar als eine Negativvorstellung, eine Einseitigkeit. Jede Einseitigkeit, die man anstrebt, ist eine Selbstentheiligung. Dann ist jeglicher Form von Fanatismus vom Tisch. Religiöser Fanatismus, politischer Fanatismus, diese unendliche, arrogante Besserwisserei von Leuten, die letzten Endes nur nachplappern. Wenn wir jetzt unsere Gräder rausziehen, ob das gut ist oder ob das schlecht ist, der Klimaschutz, ob das richtig oder verkehrt ist, ist auch die Wurzel des heliozentrischen Weltbilds, hat keiner gecheckt. Genau. Weil das ja alles bewiesen ist. Die reden von Beweis im normalen Sinne des Wortes bewiesen, hundertprozentig sicher und haben alle keine Ahnung, was hundertprozentig sicher ist. Ich demonstriere jeden dieser kleingeistigen Idioten oder nicht geistigen Idioten immer dran denken, Idioter ist der einfache Mensch, der ausgedachte Mensch, der sterbliche Trockennasenaffe, dass die sich das dann mal klar machen sollen, was wirklich hundertprozentig sicher ist. Solange du in dem Wahn lebst, dass du glaubst, wenn ich jetzt etwas denke, dass das, was ich denke, unabhängig von mir da außen existiert oder schon da war, bevor ich es gedacht habe, und das ist für dich hundertprozentig sicher, wirst du, Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst, bis in alle Ewigkeit leiden und Probleme haben, bis du das checkst, dass dem nicht so ist. Was übrigens hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfbar ist. Die Grundwurzel ist, das Grundübel ist der Materialismus, das materialistische Denken. Richtig. Und das gilt auch für jeden religiösen Menschen. Absolut. Für jeden Fanatiker und für jeden sogenannten Scheinspiritualisten, der sich Esoteriker nennt. Der quatscht genauso seine Schwingungsebenen und Chakren nach, wie Physiker seine Atome und Neutrinos nachplappert. Das sind Vorstellungswelten, die er sich gar nicht vorstellen und ausdenken könnte. Als kleiner Computer würde das in seinem darstellenden Bewusstsein gar nicht auftauchen, wenn er dieses Wissen nicht in sich hätte. Das ist dein Schwamminhalt, den konntest du dir nicht raussuchen. Also heile zuerst einmal dein eigenes Denken, dann heilt sich automatisch die Welt, die du dir ausdenkst. Eine kaputte, böse Welt kann bloß von dem verändert werden, der sich bisher diese kaputte, böse Welt ausgedacht hat. Das heißt, es beginnt mit dem Halten des zweiten Gebots. Du magst die Bilder von was da droben im Himmel und da drunten auf der Erde. Das heißt also zu behaupten, ich bin jetzt hier Jude oder ich bin Christ, zumindest ansatzweise, und halte trotzdem an dem heliozentrischen Weltbild fest, bin ich ein Scheinjude und ein Scheinchrist. Dasselbe gilt übrigens auch für Moslem, weil diese 10 Gebote sind auch geltendes Recht, so wie der Koran in der ersten Sure schon beschreibt, sind geltendes Recht für jeden Moslem.
Aber jetzt sagst du ja, ich habe es ja begriffen, aber die anderen halt. Ich sag, die anderen sind bloß Kisten. Das sind nur Figuren, die du dir ausdenkst. Das heißt, das sind nur deine Spiegelbilder, die dir zeigen, dass du es offensichtlich doch nicht begriffen, geschweige denn verstanden hast. Und drum ist diese Wiederholung, wenn das wiederholt, hörst du immer wieder an und dann wird irgendwas anderes in dir auftauchen. Aber erst, wenn das wirklich abgehakt ist, ich sage, wenn der Führerscheinprüfungsbogenfehler erkannt ist, was zu erkennen gilt und dann umgeblättert wird. Und man ist halt im normalen Alter auch, das erfordert auch eine gewisse Reife. Das heißt, du wirst es auf der Seite 30 oder 40 intellektuell begreifen können, aber verstehen wirst du es erst, wenn du dann in die letzten Regionen deines momentanen Lebens hineinfährst. Das natürlich auch schon jetzt passiert ist. Diese subjektive Zeitempfindung muss überwunden werden. Ansonsten kann man sein Brüsselleben ganz normal weiterspielen. Weiterleben. Ihr bleibt eh nichts anderes über. Und immer wieder sehr, sehr bewusst, ohne zu werden, seine eigenen Reaktionen beobachten. Im Weiteren wieder Zukunftsangst anfällt. Überweit man sich eingestehen muss in der Selbstbeobachtung, wie schwer und doch noch das Loslassen von den Dingen fällt, diese Logik, der eigene Schwamminhalt als für mich wichtig definiert, da als einzig richtig definiert. Es gibt kein einzig richtig. Zu jeder Vorstellung von richtig gehört eine Kehrseite. Und dann natürlich noch viele Zwischenperspektiven. Und sich darauf einlassen, das ist die Einleitung der eigenen Verwandlung. Ganz genau. Und was gibt es neues Redo? Und dann taucht er auf. Hey! Cool! Nein, ist ganz, ganz genial. Der Magier, die magische Schrift, ist eigentlich ein Selbstabwatschen, wenn man das lesen tut. Ja, klar. In einem gewissen Maß watschst du dich selber ab, wenn man die sehr aufmerksam liest, diese Schrift. Dass man sich immer wieder eingestehen muss, wie weit man von dem magischen Zustand des kleinen Magiers eigentlich weg ist, durch diese Einseitigkeiten, das einseitige Wollen oder Nicht-Wollen. Ja. So ist das Leben. Die innere Ruhe finden, das Zentrum, den Pol, den eigentlichen Pluspol, aus dem alles ausströmt und in dem wieder alles zurückkehrt. Ihn in sich finden, der immer ist, der man schon immer ist und immer sein wird. Wenn man Geist ist und nicht Eva ist. Ja, das ist mal schön definiert. Die Dualität ist eigentlich die Polarität zur Polarität. Das ist eigentlich, finde ich, eine der schönsten Definitionen. Aber da muss die Polarität groß schreiben, oder? Ja. Nochmal, gerade nochmal erklärt. Ja. Ja, genau. Das ist das Wirken. Ja. Das ist natürlich immer wieder das Wirken, das Wir ist ja schon, wenn wir im Kleinen gehen, pass mal auf, wir machen mal die Spinnen mal schnell durch. Ja. Das macht immer wieder Spaß, ja, wenn man sich dessen bewusst wird, dass wenn ich jetzt hier das Wir mache, wir können jetzt ja zwei Möglichkeiten, dass man immer wieder vergisst, das sind übrigens, ich erwähne immer wieder, dass da noch viele Zwischenregeln gibt, die ich da einfacherweise weglasse. Wir machen erst einmal ein Waff, dann machen wir ein J und dann machen wir ein R. Das ist jetzt, ich habe jetzt praktisch das Wir hebraisiert, wie ich das nenne. Ja. Dann kann man das rot lesen, das ist immer das untere, die drei Buchstaben, symbolisch verbundener göttlicher Kopf. Ja. Dann haben wir eine aufgespannte intellektuelle Berechnung. Rationalität ist immer eine Ratio, ist immer eine Berechnung. Das sind jetzt die zwei Seiten von Wir. Okay, jetzt kommt aber der kleine Trick, das sagt jetzt eigentlich schon alles aus. Wir sind der verbundene göttliche Kopf, wir. Jetzt könnte ich Wir blau machen in Form einer Gruppe, einer Sekte. Dann haben wir schon eine aufgespannte individuelle Rationalität, eine gewisse Ratio. Die Christen ticken anders wie die Moslems. Ja. Die Rechten ticken anders, logisch, haben eine andere Rationalität wie die Linken. Ja. Das mache ich jetzt, das Wir ist dann schon blau. Jetzt machen wir aus den Waff, können wir ja, das Waff steht ja auch für das B. Dann können wir Bier schreiben, dann heißt das da mal hier, interessant, es ist ein Brunnen. Ja. Immer dran denken, der Brunnen ist nicht die Quelle. Ja. Da haben wir das Beginn schon mal mit BR, eine polare Berechnung ist die Aufspannung von zwei Existenzen. Ja. BR ist ja das Äußere, unter anderem. Ja.
Der Brunnen ist das Äußere, das Innere des Brunnens ist die Quelle. Pass auf, wir machen jetzt mal ganz einfach, beim Brunnen wird es natürlich interessant. Der braucht ja Wasser irgendwoher. Der Brunnen, wo kommt das Wasser her? Aus der Quelle. Wo kommt das Wasser aus der Quelle? Vom Grundwasser, vom Regen, eigentlich Regenwasser, und das kommt vom Verdunsten des Wassers des Meeres. Das ist jetzt unser Kreislauf. Aber interessant ist, wenn wir jetzt den Brunnen machen, dass der Brunnen ja auf Hebräisch sich folgendermaßen schreibt. Entschuldigung, ich mache das Bara, das ist erschaffen durch Gott, gesund, gesund machen. Und wenn wir jetzt die Radix hinten austauschen, jetzt kriegen wir den Brunnen. Jetzt haben wir schon den G-Rundwasserbrunnen. Der Geist dreht seine Runden, das Wasser dreht seine Runden und landet irgendwann einmal im Äußeren, in dem Brunnen, was aber immer wieder, wo der hinfließt, das Wasser aus dem Brunnen, wir können ja die Quelle, das ist jetzt nur, da kommt das menschliche Aspekt mit rein, und darum heißt dasselbe Wort auf Hebräisch auseinandersetzen und erklären. Ich setze da zuerst einmal mich selbst auseinander in dem Brunnen, im Äußeren. Immer dran denken, BR. Ich muss mich auseinandersetzen, um etwas erleben zu können. Der, der immer ist, muss sich auseinandersetzen. Das macht er aber, indem er sich zu einem Wellenberg und einem Wellental macht. Eins davon ist er und das andere ist er nicht. Und interessanterweise in dieser Definition ist er letzten Endes aber das Nichts, das Tal. Ja. Das Tal, wenn wir nehmen, muss ich gleich nochmal mit reinhauen. Das ist ja GI, der Geist Gottes. Ja. Weil der ja nichts ist, wenn wir es rot machen. Ein bewusster Geist, der Gott ist. Ja. Wenn wir es blau machen, ist es das Gehirn, das heißt, symbolisiert den Verstand, den Intellekt, und der ist intellektuell. Ja. Jetzt kennen wir natürlich dieses Tal, der Geist Gottes, ein geistiger Intellekt. Das sind die zwei Seiten wieder. Ja. Der Geist Gottes ist ja nichts. In unserer materiell vorgestellten Welle ist der Wellenberg ja etwas, nämlich Wasser, blau geschrieben. Ja. Und das Nichts wäre jetzt das Tal. Ja. Dieses gespiegelte Denken ist eigentlich wichtig. Darum kann man das Tal, heißt auch eine Erscheinung Gottes. Genau. TL alleine wiederum. Das ist so, genau. Das darf man nicht verwechseln mit einem Ei. Ja. Das ist jetzt eine Haufe. Die Wahrnehmung wird aufgespannt und dann kriegen wir einen Hügel, und Hagel heißt wie eine Welle. Genau. Aber das ist jetzt ganz speziell hier ein künstlich aufgeschmissener Erdhügel, heißt es im Langenscheid. Ja, ein Trümmerhügel, ein Schutthügel, Schutt, eine Ruine heißt es auch im Langenscheid. Ja. Wir haben nochmal eine zweite Sache, wenn wir jetzt hier den Trümmerhaufen nehmen, das wäre nämlich das hebräische Wort Ei. Genau. Mit 70 geschrieben. Das ist jetzt hier übrigens der Ortsname, ganz interessanter Ortsname. Das ist auch eine Steinhaufe, eine Ruine. Das wiederum baut auf dem Ei auf nichts. Ja. So weiter und so weiter. Ja. Dann wird es eine Insel. Ich sage immer, was ist eine Insel, wenn es bloß Wasser gibt? Das ist ein Wellenberg. Ja. Eine Insel ist etwas, was aus dem Meer herausragt. Darum ist eine Insel praktisch, die aus Wasser besteht, ist auch ein Trümmerhaufen. Ja. Und man muss jetzt hier sich wirklich den Geist freimachen. Das analoge Denken ist natürlich jetzt wieder sehr spaßig, weil das ein Widerspruch in sich selber ist. Mhm. Weil die Analogie ist eigentlich unlogisch. Aber die gibt es, genau genommen gibt es das im physikalischen Sinne, ist ja das ein kontinuierliches ja. Denken, also ohne Zwischenräume. Mhm. Und das existiert nicht laut Planck. Ist nämlich das Ganze, dein Licht, dein Geist ist gequantelt, weil du bestehst ja nur aus Divisionen, mhm. aus geistigen Divisionen. Wir machen ja Berechnungen, und Berechnungen sind immer in Stufen, digital. Wir können das noch so fein Stufen mitstellen hinter den Komma als rationale Zahlen. Es gibt aber immer nur ein und aus. Ein bisschen Kontakt gibt es nicht, sag ich. Egal, wie weit wir das machen. Entweder ist es zusammen oder ist es nicht zusammen. Und genau genommen, wenn wir eine Dimension höher gehen, immer beides gleichzeitig. Hängt vom Blickwinkel ab. Ich könnte jetzt auch sagen, entweder ist es rund ohne Kanten und Ecken oder es ist spitz und eckig. Ich rede jetzt von Kreis und Dreieck. Aber was ist dann ein Kegel? Ein Kegel ist ein KGL. Und ein Kegel ist eigentlich auch eine Kugel.
Und jetzt stellst du der Normale mit seiner Vorstellungswelt total weg. Aber das Problem ist nicht, dass das nicht geht, sondern es ist deine Logik, die begrenzt ist. Solange du noch eine Logik hast, die zu irgendetwas, was in dir auftaucht, sagt, das ist falsch, das ist verkehrt, das brauche ich nicht, das ist böse, das muss weg, das muss ich vernichten, hast du eine entheiligte Logik. Das wirkliche rote Wort Liebe ist allumfassend. Die Heiligkeit ist der Ursprung für alles, was auftaucht. Das ist Gott, Elayom, Gott das Meer, in dieser symbolischen Darstellungswelt. Und das zu vervollkommnen, brauchst du die Sprache. Ich muss es nicht intellektuell wissen. Das ist, du weißt, wie oft ich erwähne, mir geht es doch nicht um Wissen, mir geht es um Geist. Also mach dir jetzt erst einmal bewusst, dass du immer bist. Um das zu akzeptieren, brauchst du kein Wissen, sondern Bewusstsein. Absolut. Wenn ich jetzt sage, dass du immer bist, ich meine der, der ein Leben erlebt. Der Geist, der ein ganz spezielles Leben erlebt, das ist dein Leben, ich nenne das auch immer einen träumenden Geist. Der ist immer, egal, im ständigen Wechsel seiner Informationen ist es immer derselbe Geist. Das jetzt hören und sagen, es ist eigentlich logisch, wirst du dir eingestehen müssen in einen langwierigen Prozess, der sich über mehrere Leben hinzieht, dass du welche jeder Kleinigkeit es wieder vergisst. Schon die Tatsache, dass du noch in der Lage bist, Angst in dir zu erzeugen. Egal vor was, ist ein klares Zeichen, dass du das nicht verstanden hast. Du hast es vielleicht begriffen, wenn ich dir das jetzt erzähle. Aber du kannst es nicht verstanden haben, weil wenn du das verstanden hast, hast du vor keinen Gedanken, den du denkst, vor keiner Information, die in dir auftaucht, Angst. Du bist die Ursache dieser Information, die Basis in einem gewissen Maß, aus dem diese Fundamente entspringen, F-Fundamente entspringen. Die wird es ohne dich gar nicht geben. Du bist da, bevor du dir diese gewisse Situation ausdenkst. Du bist da, wenn diese Gefühle in dir auftauchen und wenn die Situation und die Gefühle weg sind, bist du immer noch da. Übrigens sofort überprüfbar vor jedem Kind. Das ist immer wieder die Frage, verdammt nochmal, warum ist das so hartnäckig? Warum kann ich nicht loslassen? Und die Antwort habe ich zigfach gegeben, weil die Logik, die du zum Denken benutzt, dieses Wertesystem, dieses Einseitige, mächtiger ist wie das, was wirklich wirklich ist. Wie das, was du überprüfen kannst auf der Stelle. Die Logik, die dir sagt, ich denke jetzt an jemanden, und du bist die Logik suggeriert, das ist hundertprozentig sicher, dass die Diana jetzt in Wien ist. Das ist ja im Hintergrund ein Wissen, das jetzt natürlich, jetzt haben wir es in die Existenz kommen. Diese Logik ist mächtiger wie das, was du überprüfen kannst, dass die Diana jetzt im Moment ein Gedanke ist, weil ich das Wort ausgesprochen habe, die ganze Zeit überhaupt nicht existiert hat. Und ich sage, die Namen sind jetzt austauschbar. Jetzt denk an einen geliebten Menschen, vielleicht an deine Kinder, an deine Frau, an deinen eigenen Körper. Und du lebst in dem Wahn, dass du meinst, dieser Körper ist auch dann da, wenn du nicht an ihn denkst. Oder an Schneewittchen. Oder an Schneewittchen, das spielt überhaupt keine Rolle. David, sein Bewusstsein ist doch nur jetzt da, weil ich denke. Alles, was existiert, existiert in dem Moment, wo du es denkst. Ja, man muss eben das Wort Existenz verstehen. Jetzt ist der Doppelschritt wichtig, dass der, den du dir jetzt denkst, der das denkt. Ja. Das heißt, solange du dich als Denker setzt, bist du zwar eine Stufe höher, aber du bist noch nicht bewusst, dass der Denker, den du jetzt denkst, der auch nur existiert, genau. Wenn du es denkst. Ganz genau. Jetzt kannst du sagen, ja, der ist ja auch dann da, wenn ich jetzt Gedanken denke, bin ich ja als Denker auch dann da, wenn ich nicht an mich als Denker denke. Ich sage, du bist immer da, ja. Aber du bist nicht ein ausgedachter Denker, genauso wenig wie du ein ausgedachter Körper bist, weil alles Existierende vergänglich ist. Ja. Und es entspringt aus dem Ewigen, aus dem Unvergänglichen, dass du selbst bist, zumindest wenn du ich bist. Und jetzt kann ich wieder der Genauigkeit dazu sagen, mit ich meine ich natürlich jetzt nicht das Pixelmännchen oder den Gedanken an den Udo, den du jetzt hegst, sondern ich bin der, der jetzt sich dieses Gespräch ausdenkt. Ich denke mir jetzt den Redo aus, ich denke mir jetzt das Pixelmännchen Udo aus und ich denke jetzt an mich, der ich jetzt zu sein glaube und vom Computer sitzt und sich dieses Video anschaut. Und ich höre jetzt und mir ist jetzt bewusst, dass ich eigentlich jetzt mir in den Computer, in die Kiste einen Lautsprecher reindenke, wo ich jetzt konstruiere, dass dieser Lautsprecher Schallwellen erzeugt, die ich mir jetzt denke, waren jetzt die ganze Zeit Schallwellen da. Das ist jetzt ein Gedanke, eine Vorstellung. Jetzt wird
der zweite in mir, diese Logik, die noch in mir wirkt, wenn sie noch in mir wirkt, sagen, ja, die müssen ja da gewesen sein, sonst würde ich sie ja nicht hören, sonst würde ich ja jetzt nichts hören. Diese Abhängigkeit von diesen logischen Druckschlüssen, ja, in die Hölle, die du durchwinden musst. Ich habe die Gefängniszelle aufgemacht. Ja. Dort ist nochmal mein schönes Beispiel des Gefängnisses, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Ja. Solange du sagst, ich bin ein Trockenhausnauf, ich bin ein Mensch, ich bin ein Christ, ich bin ein Physiker, ich bin ein Deutscher, hast du es nicht verstanden? Ja. Das sind Dinge, die du dir ausdenkst. Nein. Das bist du nicht. Du bist der, der sich's ausdenkt, und der bist du auch nicht, sondern du bist der, der sich jetzt an ausdenkt, der sich das ausdenkt. Jetzt kommt wieder das Spiel, dieser Regress, den man durchgehen muss, das geht 5 Stufen und dann landest du bei dir. Das ist die Quintessenz. Und alles, was materialistisch logisch ist von den Esos, jetzt die panische Angst vor 5G, ja, ja. Einfach das Farbenspiel lesen, die rote 5 ist die Quintessenz, das ist der Geist. Das ist die Zentrum in der 4, in unserem Tetraederspiegel. Der große Urteiler, der sich selbst durch Divisionen in unendlich viele Facetten zerdenkt und diese Facetten um sich herum in gedanklich in Raum und Zeit verstreut, ausgedachterweise, die sich im Meer nur in ihm selbst, in den, der immer ist, befinden können. Ganz präzise, deutsche, deutliche, deuse, göttliche Sprache. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist hundertprozentig sicher, auch überprüfbar. Ja. Es muss jetzt bloß den in den Griff kriegen, der dir das versucht, laufend auszureden. Man will ja nicht verrückt sein. Nein. Das ist schon wieder ein Vergleich. Das ist wie mit den Osen. Das Ohr. Könnte ich auch wieder sagen, hier die ganzen Konstrukte immer wieder, diese Vergangenheit, was die alles entdeckt haben. Nein. Die muss immer klar sein. Mein simples Beispiel mit der Kiste, ob du jetzt an der Kiste denkst oder an den menschlichen Kopf denkst. Was du denkst, entsteht in dem Moment, wo du es denkst, und es ist so, wie du es denkst. Ob das eine Maschine ist und in einer Kiste, ist das drin, was du dir reindenkst. Und jetzt kann man die Kiste Sokrates oder Einstein nennen. Einer, der das in der Schule nicht gelernt hat, das heißt, der das nicht auf seinen Schwamm drauf hat, der kann sich den gar nicht ausdenken. Genau. Drum lasse ich ja immer wieder Figuren in deinem Traum auftauchen, die du dir ausdenkst, die dir was erzählen, was du noch nie gehört hast. Mhm. Was du natürlich interpretierst, interessant, Menschen, die dir jetzt in deinem Traum was erzählen, was du noch nie gehört hast, denen sprichst du ihr eigenes Wissen zu. Das ist, du denkst jetzt an der Kiste und du sagst, in der Kiste ist was drin, ich weiß nicht, was in der Kiste drin ist. Mhm. Wenn wir jetzt an der Kiste denken, ist das so richtig blöd, so richtig dumm. Wenn ich an der Kiste denke, ist da noch gar nichts drin, bis ich mir was reindenke. Und genauso ist es mit Menschen. Ja. Das ist wertfreie Beobachtung, heißt, du beobachtest eine Figur und du achtest jetzt bewusst darauf, was die äußert. Aber in dem vollen Bewusst heißt, die ist bewusst, dass alles, wir bleiben mal bei dem Udo. Udo sagt immer wieder, alles, was die Figur Udo, die du dir jetzt ausdenkst, was die dir jetzt erzählt, wird von dir erschaffen, weil du ein träumender Geist bist. Ja. Ist ja Information, die in mir raus. Das heißt, wenn man das wirklich einmal genau nimmt, darum wiederhole ich diese Trugschlüsse, diese Spinner jetzt, die öffnen, die auftauchen, weil du wieder beraten, du bist ja unsicher. Du wirst ja immer einen Rat von irgendjemandem haben, der in dir auftaucht. Immer von einem anderen. Das ist nämlich schön, dann gibt man die Entscheidung ab. Ja. Und man entmachtet sich letztendlich. Und wenn es dann nicht stimmt, kann ich ja sagen, der hat ja gesagt. Der hat ja gesagt. Ich habe ja bloß das gemacht, was der gesagt hat. Ist das nicht, machen das nicht alle? Machen nicht die ganzen Demonstranten, Hetzer, die jetzt auf die Straße gehen, egal ob sie für linksfaschistisch demonstrieren oder rechtsfaschistisch demonstrieren. Es sind Faschisten. Und Faschisten ist immer, der Faschist ist ein Bündel, das ist eine Clique. Es ist eine Glaubensgemeinschaft. Faschismus ist Entgeistigung. Es ist, ich hänge an irgendwelchen Vorbildern, die mir was einreden. Die Linken genauso wie die Rechten. Die schlagen sich dann ausgedachterweise gegenseitig die Köpfe ein, denn ich kann es nicht anders. Sie sollen sich gegenseitig umbringen. Dir kann das nichts ausmachen, wenn du über den Dingen stehst, wenn du weißt, ich denke mir die aus. Und für dich stellt sich die Frage nicht, ob jetzt der Wellenberg oder der Wellental richtiger ist. Beides gehört untrennbar zusammen. Das ist das, was in den kleinen Magi, was der kleine Magi begreifen muss. Ja, genau. Dass es in dem Heilungsprozess nicht darum geht, was vernichten zu wollen, was die Schwarzmagier machen, oder was erschaffen zu wollen, was die Roten, die weißen Magier machen, was am Leben erhalten wollen oder was
verdammen. Es ist in beiden Fällen, das eine geht nicht ohne das andere. Du wirst immer wieder diese Neuigkeiten, die du hast, den ständigen Wechsel, den du erlebst, den wirst du ertragen müssen. Weil es Facetten von dir selber sind. Und dann wirst du begreifen, was Spezialisierungen sind. Und dann mach dir jetzt erst einmal, wo ich sage, bewusst, wo du zurzeit stehst. Du weißt, wie oft ich hier die Geschichte sage, wir Geist beobachten irgendwie in unserem Bewusstsein eine auftauchende Diskussion über irgendein Thema. Ob wir jetzt als Brösel da selber mit an einem Tisch sitzen oder ob das nur auf einem Bildschirm Pixelmännchen sind. Ja. Und dann höre ich einfach zu und dann kannst du dich beobachten, wie du reagierst. Und es ist meistens, solange du noch sehr normal bist, bei Diskussionen so, dass du bei manchen Seiten, wenn einer irgendwas sagt, Beifall klatscht, weil du voll seiner Meinung bist und andere Sachen, andere Typen, die wo was äußern, da stehen dir die Haare zu Berge. Du musst dir bewusst machen, in welche Perspektive du dich zurzeit einordnest mit einer und dann mit dem Schwamminhalt begreifen, dass die anderen genauso recht haben. Und dann erhebst du dich und dann schüttelst du nur noch den Kopf, egal was anders sagt. Weil dir jetzt immer mehr, du kommst dann in einen Zustand, dass dir die Einseitigkeiten bewusst werden, die Unvollkommenheiten von Meinungen, die, solange du in so einem Gefängnis drinsteckst, dir natürlich vollkommen logisch, einzig logisch erscheinen. Das ist, wie ich immer sage, ist wie ein Computerprogramm. Das Programm, in dem du läufst, dir wird eine Wirt-Datenstruktur nur logisch erscheinen, wenn in dir das Schreibprogramm Wirt arbeitet. Und der PDF-Struktur, eine PDF-Datei wird dir nur logisch erscheinen, mit der du was anfangen kannst und ein Bild machen kannst, wenn das PDF ist. Setze für das Ding einfach menschliche Sprachen. Ja, genau. Wenn du chinesisch denkst, in der chinesischen Sprache denkst, da hast du ein ganz anderes Vorstellungsweltbild, wie wenn du jetzt japanisch denkst oder deutsch denkst. Man kann das zwar übersetzen, aber das mit dem Übersetzen, aber da bin ich so reichlich drauf eingegangen, das wird jetzt wieder Vielheit, wenn ich genau war. Und selbst meine momentanen relativ genauen Beschreibungen, zumindest die Genauigkeit, die ich fordere in Bezug zu dieser Oberflächlichkeit, die du in Theologie oder in der Naturwissenschaft findest. Das sind Hirngespinste, die sich vorstellen und die Symbolik nicht verstanden haben. Doch jetzt nur H2O. Wie viele Variationen haben wir das durchgespielt? Ich nehme doch einen Professor nicht voll, wenn der mir erzählt, dass wie ein Wassermolekül aufgebaut ist, das hat schon von Humboldt und Geiler Sack vor über 200 Jahren genau beschrieben. Habe ich aus das Buch heraus. Ja, die haben ja vor 200 Jahren schon gewusst, dass hier Wassermolekül aus zwei Teilchen Wasserstoff und ein Teil Sauerstoff besteht. Wahrscheinlich haben sie auch gewusst, dass dieses Wasserstoffgas ein Atom und ein Elektron innen haben. Ich denke mir das zumindest, dass die gewusst haben, weil ich denke mir in dem Moment, der Kiste, in die denke ich mir was hinein. Ich frage dann immer bloß, wie? Wie haben die das entdeckt? Schon einmal die Gase entdecken, die ja vollkommen geruchslos, geschmacklos, unsichtbar und ungiftig sind, also nicht wahrnehmbar sind, weil will ich was nicht Wahrnehmbares entdecken? Ist nicht die ganze Naturwissenschaft, die Moderne und die Quantenmechanik eine Entdeckung von Dingen, die nur aus logischen Konstrukten bestehen, die nachgeplappert werden? Absolut. Bis hin zum Magnetismus, dass ich irgendwann einmal begreifen muss, dass Phänomene, die ich sehe, nichts mit meinen Interpretationen zu tun haben. Zeig mir Licht. Licht hat noch nie einer gesehen. Gehe ich nicht drauf ein. Muss man studieren. Ganz leicht widerlegbar. Zeig mir den Wind. Den Geist. Ruach. Ja, ich sehe doch Wind. Nein, du siehst, wenn du zum Fenster rausschaust, Bäume und Zweige, die sich bewegen. Oder Blätter, die jetzt durch die Luft fliegen. Du sagst, die Ursache ist der Wind. Ich sage, nein, die Ursache bist du. Das ist dein Geist. Darum heißt nämlich Wind auch Geist. Du setzt alles in Bewegung, was du um dich herum dir ausdenkst, wo das sich von A nach B bewegt. Jetzt zum Beispiel die Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht. Was ist das jetzt? Wo war das, bevor ich die Worte ausgesprochen habe? Hast du das jemals gesehen? Hast du es jemals gesehen? Du siehst es in deinem Kopf aufgrund von Wissen, was man dir erzählt hat. Zeig's mir. Reines logisches Konzept. Ich kann mir das selber zur Anschauung bringen, wenn ich dein Wissen zu einer Vorstellung von mir mache. Dann ist das in meinem Kopf. Genau. Aber dann ist in dem Moment alles austauschbar. Absolut. Um mehr geht's nicht. Ja. Genau. Und das ist alles hundertprozentig bewiesen. Du lebst in einer Welt. Mein Redner sagt immer, das sind Wahnsinnige. Und das wird immer mehr bewusst. Und ich sage, bevor dir das nicht zuerst einmal bei dir selber bewusst, bei dir,
dass das nur Spiegelungen des eigenen Wahnsinns sind. Und dann wirst du dich zurückziehen. Die Weltverbesserer, die wissen noch nicht, was sie schwätzen. Der Ivo Sasek, der hier einen Vortrag hier 10 Minuten predigt, dass er alles liebt, alle Religionen, dass er alles liebt. Und dann hetzt er über die Presse her. Ja, komm. Ja, das sind Wahnsinnige. Das sind wirklich Wahnsinnige. Weißt du, sich einen gewissen Neutralzustand erhalten. Und das ist eben einfach, das ist das Spiel. Es erzeugt irgendwann einmal, was jetzt Entsetzen in dir auslöst, eine unheimliche Freude, wenn du merkst, es ist bloß zu deiner Unterhaltung. Ja, dann kommen Sie wieder. Es ist wie Romane, es ist wie Filme, wie ich mir einen Krimi anschaue, dann einen Horrorfilm anschaue, einen Zombiefilm anschaue. Und ich kann so viel Spaß dabei haben. Ja, ja. Ich weiß, dass mir ja nichts passieren kann. Das ist eine Vielfalt von Vorstellungsmöglichkeiten. Und die ist halt nach wie vor selbst mit Holofeeling dann immer noch limitiert auf den momentanen Schwamminhalt auf dem Führerscheinprüfungsbogen. Wo ich sage, es ist alles gesteuert im Traum. Da ist keine Freiheit. Ja. Da ist ein Dasein müssen, ein Träumen müssen. Genau. Das ist schon die Vorstellung an einem träumenden Geist. Wie stellst du was, an was denkst du beim träumenden Geist? Wie oft habe ich das angesprochen? Das ist schon etwas, egal was du jetzt denkst, das ist kein träumender Geist, weil das ja schon existieren, die Vorstellungen sind eines träumenden Geistes. Objekt der Betrachtung dann, und du bist das Subjekt. Jetzt ist mal Objekte der Betrachtung, wer ist das Subjekt? Ja. Und sobald ich jetzt nach einem Subjekt frage, suche ich schon wieder nach einer Vorstellung von einem Subjekt. Genau. Da muss ich irgendwann einmal wirklich mich in diesen Bereich bewegen, der nicht mehr denkbar ist, der ich selbst bin. Absolut. Und das ist jetzt genau diese wirkliche Synthese, nicht die Synthese der Dialektik bei Hegel, These, Antithese, Synthese, ist eine höhere bzw. tiefere Ebene. Aber sobald ich die Synthese undenke, fällt mir die Gegenseite dazu, weil die ja noch was Ausgedachtes ist. Die Synthese wird nur zu einer neuen These, wo nochmal Antithese dazugehört, wo man wieder, diese hegelsche Dialektik ist unendlich tief, wurde aber nie irgendwie verstanden. Und ich sagte auch, warum? Weil von wem? Von wem sollte etwas verstanden werden? Es kann nur verstanden werden von dem, der sich's ausdenkt. Also stellen wir uns das da mal die Frage, wer denkt sich jetzt an Hegel aus? Ja. Was weiß ich von Hegel? Das hängt davon ab, wer ich jetzt zu sein glaube. Ich behaupte ja mal, dass jetzt hier der Redo mehr vom Hegel weiß, wie zum Beispiel hier den Redo, wir sagen mal, den Redo sein Bruder. Ja. Ich denke mir jetzt einmal einen Philosophieprofessor aus, denn sein Spezialgebiet war Hegel. Der hat seine Doktorarbeit, Professor Doktor, seine Doktorarbeit über Hegel geschrieben. Dann weiß der noch mehr über den Hegel wie der Redo. Aber warum? Weil ich mir das jetzt so denke, weil das zwei Kisten sind, wo ich mir jetzt das rein denke, der Redo weiß aber wesentlich mehr über Holofeeling wie dieser Professor Doktor der Philosophie. Warum? Weil ich mir das jetzt so denke. Jetzt musst du begreifen, dass ich du bin. Genau. Das nur Gedanken sind. Das ist das, wo ich sage, ich bin du. Ich bin zuerst einmal der sich alles ausdenkt. Aber durch meinen Fehlglauben, meine Personifizierung, greife ich bloß auf den Intellekt, auf ein Buch in dem Bücherregal zurück. JCH, der steht vom Bücherregal, der arbeitet mit allen Büchern. Und ich sage jetzt nicht, dass dann Schluss ist. Ja. Weil dann kann ich wieder sagen, das Bücherregal ist das Bücherregal in der göttlichen Bibliothek. Ja, Rido, lass mal's gut sein. Also, danke, Udo. Für was? Ich danke dir. Du weißt, selbst wir Profis, Brösel und Redo, Brösel und Udo, können wir auch den Brösel nochmal rot machen. Ja. Müssen wiederholen. Ja, absolut. Diese Demut, diese einfachen Sätze zu wiederholen bis zum Erbrechen. Und ich sage, du bist der Erste, wenn du es dann wirklich verstanden hast. Dann spiele ich dir was vollkommen Neues ein. Dann passieren die Wunder, die ja schon immer da sind, weil jeder Augenblick ist ein Wunder, eine Wunderberechnung, weil sie noch nicht heil ist. Okay, gut. Schaust du mal, ob es was wann ist, dann kannst du es reinstellen, wenn es einigermaßen verständlich ist. Ne? Ja. Ciao. Ja, ciao, danke.